Hi, willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit der Tonabnahme bei einem Tonbandgerät, bei dem Uher SG520 VarioCord. Die Tonbänder klingen ja wunderschön, es hat auch einen tollen Sound. Man sieht hier neben auch den Lautsprecher, der da eingebaut ist, hier neben auf der Seite. Wunderbar, klingt gut. Manch einer möchte aber auch vielleicht den Audioausgang nutzen des Gerätes, um die Aufnahmen zu digitalisieren und etc. etc. So, dazu nehmen wir das Gerät und drehen es herum. Dann muss man gucken, was sinnvoll ist für uns. So sehen wir nicht viel. Das heißt, wir drehen es nochmal rum. Und vielleicht sogar noch einmal. Wo sind die Anschlüsse? Hier. Ja. So, ich hoffe, man kann es jetzt gut sehen. Ich zoome da mal ein bisschen ran. Ja, hier kann man es gut sehen. So, jetzt haben wir hier jede Menge Anschlüsse. Das ist für die Lautsprecher, wenn ich externe Lautsprecherboxen anschließen will. Das, was uns interessiert, ist die Ausgabe des Tones. Und das ist diese Ausgangsbuchse. Ja, das Zeichen ist gar nicht so richtig zu erkennen. Man kann natürlich auch dann rumexperimentieren. Aber vielleicht findet ihr ja genau diese Buchse. Hier. So. Und für diese Buchse brauchen wir ein Adapterkabel. Gibt es unterschiedliche. Am besten ist, ihr geht auf Nummer sicher und kauft ein Kabel, natürlich mit 5 Pins drin. Und auf der anderen Seite eines mit 4 Ausgängen. Hier haben wir ein Audio-In, Audio-Out, Audio-In, Audio-Out. Also immer für linker und rechter Kanal. Ja, es gibt auch Kabel, da gibt es nur Audio-Out oder nur Audio-In. Kosten aber nicht groß unterschiedlich Geld. Ich würde gleich eins mit 4 kaufen, kostet vielleicht 1, 2 Euro mehr. Aber das macht den Bock nicht fett, wo ich so eins gleich kaufe. So, und ja, das war eigentlich auch schon fast alles. Ihr nehmt dieses Kabel, achtet hierauf auf die Markierung, die ist hier zu sehen. Und diese Markierung muss natürlich auch genau da unten rein. Gehen wir da ein bisschen ran. Ja. So, jetzt nimmt ihr das, steckt ihr hier hinein. Ja, das ist halt schon. So. So steckt es drin. Die Kabel liegen hinten raus. Kann man dann hier rauslegen zum Beispiel. Oder ja. Wer möchte, könnte sie vielleicht auch hier drin verstauen und die Anschlüsse hier dran anschließen an dieses Kabel. Und schon könnt ihr euer Tonbandgerät starten und aufnehmen. Das heißt, eure alten Bänder digitalisieren. So, was haben wir noch auf der anderen Seite? Wir gehen gerade mal ein Stück rüber. Ich hoffe, die Sonne blendet nicht zu sehr. Ja, Stromanschluss ist da drin. Hier kann man die Voltzahl einstellen, 220 Volt. Und hier ist die Sicherung. Ja, Sicherung würde ich aber nur vom Fachmann wechseln lassen. Oder ihr kennt euch ein bisschen aus, dann dreht man die hier raus und wechselt die Sicherung aus. So, also das war schon das ganze Kunststück. Hier drüben der entsprechende Anschluss, wie gesagt. Ich mache es nochmal groß. Genau. So, das ist das Bild. Das ist der Stecker. Achtet auf die Aussparung hier. Da ist so eine kleine Einwölbung. Die passt dann genau da hinein. Nicht mit Gewalt reindrücken, sondern fühlen. Haben die Pins irgendwie gepackt. Und dann drückt man es rein und es sitzt perfekt. Und schon könnt ihr hier über die Ausgänge perfekt Musik hören. Ja, das war es schon. Sehr einfach heute. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht.
It's awesome.